Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aura Box von Kool Savas. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aura von Kool Savas, das Ganze aus dem Jahr 2011. Diese Box ist am 11.11.2011 erschienen, um es genau zu sagen. Und zwar haben wir hier das dritte Soloalbum von Savas vor uns liegen. Wir haben hier einmal eben jenen abgebildet auf so einem Plastikschuber. Kool Savas Aura lesen wir hier. Auf der rechten Seite lesen wir Aura. Auf der linken Seite ebenfalls. Und dann lesen wir hier noch die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Scala Core, Oli Banjo, Xavier Naidoo. Also drei Features, beziehungsweise dieser Core sind ja mehrere Leute, aber zwei Features hier. Einmal Oli Banjo und einmal Xavier Naidoo, Einzelpersonen. Gut, darunter haben wir dann die Credits und keinen Barcode. Das Ganze, wie gesagt, so ein Schuber, kein Pappschuber, sondern in dem Fall ein Plastikschuber. Habe ich so auch noch nicht gesehen. So sieht das dann aus. Machen wir mal ab. Die Box an sich ist dann hier in glatt weiß, wobei ganz weiß ist sie nicht. Man erkennt es jetzt hier vielleicht schon ganz grob. Man hat hier auch etwas zu lesen. Dazu kommen wir dann gleich noch. Aber ansonsten zieht sich diese Optik hier wirklich komplett durch. Also rundum in diesem Creme, in diesem Weißton gehalten. Wir machen das Ganze mal hier an der Seite auf. Das funktioniert mittels Magnetverschluss, der hier drin ist. Und dann haben wir hier einmal auf der linken Seite das Album mit einem recht ungewöhnlichen Cover. Gleich mehr dazu. Dann haben wir hier eine kleine Lampe. Und zwar haben wir hier so eine kleine UV-Lampe. Das Ganze ist hier in so einem... Lass mal kurz rausnehmen, wobei, ja doch, geht. Das Ganze ist hier so in so einem Schaumstoff befestigt, in so einem Rahmen, damit hier auch alles in Form bleibt und nicht verrutscht. Und wir haben hier an dem Schaumstoff einmal, hier oben ein zweites Mal, so Klebetropfen. Nachdem das Ganze ja doch jetzt schon über sieben Jahre her ist, sind diese Klebetropfen auch nicht mehr ganz so klebrig, aber es funktioniert, es hält. Und auf der rechten Seite haben wir dann den restlichen Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einmal ein Shirt mit drinnen. Das Booklet, spannenderweise extra. Dann hier ein Flugticket, einen Flugschein. Das hat mit einem Gewinnspiel zu tun. Einen Infoflyer für Merchandise-Artikel. Und ein Poster. So sieht das Ganze dann ohne den Inhalt aus, auch innen glatt weiß. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Super Jewel Case. Hier lesen wir in schwarzen Buchstaben Aura. Und dann haben wir hier, wie gesagt, überraschenderweise ein glatt weißes Cover. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Wir haben dann hier auf der Seite Kool Savas Aura stehen. Und auf der Rückseite dann 12 Tracks an der Zahl. Also, die haben wir auch schon auf diesem Plastikschuber gelesen. Credits, und diesmal ist ja auch hier ein Barcode dabei. Sprich, dieses Album gab es auch regulär ohne der Box im Laden zu kaufen. Jetzt kommen wir mal kurz zu diesem mysteriösen Cover. Denn, machen wir jetzt mal raus. Wir haben hier diese UV-Lampe dabei. Und zwar haben wir hier so ein kleines Lämpchen in Weiß und Silber. Dann lesen wir hier Aura und Kool Savas. Das Ganze hier mit so einem Anhänger für den Schlüsselbund. Also man kann das hier irgendwo anhängen. Und UV-Licht. Bedeutet, wir können jetzt mit Hilfe dieses Lichts das Album sichtbar machen. Man sieht es hier leider sehr schlecht. Wir werden mal ganz kurz schauen, wenn ich das Licht abdrehe. Einmal. Und zweimal. Jetzt leuchtet es noch schwach durch das Fenster, aber kein Problem. Wir machen jetzt mal so.
So, und jetzt, man sieht hier schon dann Cool Savage, also den Kopf. Und dann haben wir hier so diverse Textzeilen aufgedruckt, die hier durchscheinen durch das Papier. Und derselbe Effekt tritt dann auch bei der Box ein. Wir haben jetzt hier die Box. Und auch hier können wir dann lesen, Cool Savage Aura. Und dann haben wir hier eben diesen abgebildet mit verschlossenen Augen und Blick Richtung Himmel. So sieht das aus. Also diese Box hier komplett für diese UV-Bestrahlung bedruckt. Rückseite hier. Also das echt eine gelungene Sache. Nette Detailarbeit hier. Und ja, das eben die Erklärung, warum das und das, also sowohl die Box als auch das Booklet hier so glatt in weiß sind. Okay, wir werden dann nochmal zu dieser UV-Lampe kommen. Dazu später. Wir werfen mal einen Blick in das Booklet. Und zwar haben wir hier dann diverse Zeilen. Auch etwas schwer zu lesen, weil es so dunkelgrau auf schwarz ist. Aber wenn man es hier ins Licht hält, dann geht das ganz gut. Also sind hier einfach Zeilen, Zitate aus diversen Tracks. Dann haben wir hier die ersten Tracks im Detail aufgelistet. Also, wer war daran beteiligt, wer hat produziert, wer hat irgendwelche Sachen eingespielt, etc. etc. Und dann haben wir hier auch noch die ganzen Texte abgedruckt. Das Ganze natürlich dann auch noch mit Fotografien von Cool Savage ergänzt. Und ihr seht schon, dieses ganze Booklet hier ist in dieser Optik gehalten. Also man kann sie echt verdammt schwer lesen, es sei denn, man hält es wirklich direkt ins Licht, dass es so ein bisschen schimmert. Dann kann man hier erkennen, dass hier wirklich alles vollkommen bedruckt wurde. Hier sind dann wieder so Zeilen in der Wand. Also diese Optik zieht sich wirklich komplett durch. Immer so einzelne Textzeilen und dann natürlich auch wieder die einzelnen Infos zu Tracks im Detail. Ansonsten das Booklet relativ düster gehalten hier, allesamt in so dunkelgrau und schwarz-weiß Optik. So sieht das aus. Aber das ist echt ein riesen dickes Booklet und wie gesagt, das komplette Booklet auch natürlich in Verbindung mit dieser Lampe dann. Hier kann man das dann halbwegs entziffern zu verwenden. Das hier dann das Ende. Und spannenderweise hat man sich gedacht, okay, wir haben hier einmal dieses Booklet mit dieser UV-Optik. Dann haben wir hier auch noch einen, das ist echt umfangreich das Booklet, einen Einleger über die Tour, nämlich die Liga der außergewöhnlichen MCs nennt sich das Ganze. Das waren die Dates 2012. Da waren die überall, also die Aura Tour 2012. Und nachdem das Booklet ja, wie gesagt, echt schwer zu entziffern war, hat man sich gedacht, man macht das Ganze auch nochmal regulär rein. Und genau aus diesem Grund haben wir hier ein extra Booklet in der Box vorgefunden, denn so macht das Ganze dann schon deutlich mehr Spaß. Hier hat man das Ganze dann nochmal schöner. Also, hier spare ich jetzt jede Seite im Detail, aber wir sehen hier, ist das Ganze dann so aufgedruckt. Bedeutet, man hat dann die Wahl, man kann sich das dann aussuchen. Erstens mal kann man natürlich dann dieses hier da reinpacken als Cover, beziehungsweise ja, als zweites, als anderes Booklet. Und natürlich auch so zum Durchblättern für irgendwelche Texte zum Nachlesen oder auch um irgendwelche Infos rauszusuchen, wer hat produziert, wer wurde gefeatured, wer hat gemischt etc. macht dieses Booklet dann deutlich mehr Sinn. Ansonsten vom Inhalt bis auf die Gestaltung eben ident. Schöne Sache. Dann haben wir, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxinhalt bezeichnen würde, diesen Infoflyer hier über Merchandise. Kann man hier bestellen im Cool Savage Shop, falls es den noch gibt. Dann haben wir ein Gewinnspiel mit dabei gehabt, das natürlich auch jetzt lange, lange vorbei ist. Und zwar haben wir hier einen Flugschein, einen Flight Coupon. Und hier lesen wir, ist ähnlich wie so ein regulärer Flugschein aufbereitet, so ein Ticket, von Berlin mit der SA V-Force 1 Klasse Spitter 2012. Abflugszeit to be announced, Ankunftszeit ebenfalls Status Nummer 1. Und zwar geht es nach New York, Special Guest Cool Savage. Und dann haben wir noch eine Ticketnummer. Also das Ganze war damals so, man hatte diese Ticketnummer, die konnte man dann eben eingeben. Hier lesen wir es.
fülle das Ticket aus und schicke es an folgende Adresse. Jawohl. Und man konnte hier gewinnen. Für zwei glückliche Gewinner, die wurden auch schon längst bekannt gegeben, 4 Tage inklusive Flug und Hotel in New York mit Kool Savas. Und spüre die Aura am Birthplace of Hip-Hop, werde eins mit der Geschichte des Rap bei Besuchen in legendären Musikstudios und Treffen mit Künstlern, die diese Musikrichtung prägten, wie niemand anderes. Alles klar. Also, das damals eben schon dabei, obwohl das Ganze 2011 recht früh war. Generell diese Boxen 2011 nicht wirklich so verbreitet und damals auch schon so ein Gewinnspiel, das war echt seiner Zeit voraus. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und auch bei diesem Poster, man kann es hier schon schwach erkennen, auch hier wieder solche Textzeilen. Das heißt, wir haben hier einmal Kool Savas wieder in dieser Schwarz-Weiß-Optik, Kool Savas Aura. Rückseite blank, also das Ganze einseitig bedruckt im Hochformat. Und auch hier wieder, ein letztes Mal, drehen wir die Lichter noch ab, damit ich euch dieses Poster mal vorführen kann. Jawohl, also auch hier kann man dann wieder diese Textzeilen hier entziffern. So sieht das aus. Gut, also genug mit dieser UV-Lampe und diesen verborgenen Texten. Machen wir das Poster mal wieder zusammen. Und dann kommen wir, nachdem das Ganze jetzt eh schon sehr lange ging, das Video, kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und das ist wie so oft ein T-Shirt. Und zwar, so sieht das aus, wir haben hier ein schwarzes Shirt und auch hier natürlich Kool Savas abgebildet, wie auch auf dem Cover in Schwarz-Weiß und darunter lesen wir dann Kool Savas Aura. Wir haben auf der Rückseite nichts, also keinen Neckprint und wir haben es bei diesem Shirt mit einem Kool Savas Shirt zu tun, also womöglich Merch, das es auch so zu kaufen gab. In der Größe L und das Ganze ist, wir sehen es hier, 100% Baumwolle von der Noax GmbH Germany. Das ist so ein Dienstleister für so Merchandising. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob wir hier noch einen Zettel vorfinden, aber ich befürchte, nein. Okay, also wir geben uns damit zufrieden. Germany, Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit diesem riesen Aufdruck von Kool Savas. Beginnt hier im oberen Brustbereich und zieht sich dann bis runter zum Bauch. Und hier haben wir noch den Schriftzug Kool Savas und darunter Aura. Gefällt mir rein von der Optik richtig gut. Generell bin ich jetzt nicht so ganz der Fan, so Menschen oder so Gesichter so groß auf dem Shirt irgendwie zu tragen. Allerdings so dieses Weiß-Schwarz auch in Kombination hier mit dem Albumtitel und dem Namen hat auf jeden Fall was, kann man in meinen Augen tragen. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, dann dieser Flugschein, dieser Gewinnspiel-Coupon, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, diese UV-Lampe zum Sichtbarmachen dieser ganzen geheimen Schriften. Das Booklet im regulären Format, im regulären Layout. Und natürlich das Album an sich, Aura, mit insgesamt 12 Tracks. Und hier eben das Booklet in dieser UV-Optik drinnen. Jawohl. Machen wir mal zur Seite. Und das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Aura von Kool Savas. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kool Savas unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!